Certainly. Let's rock and roll. Ja, stimmt, schon seit vielen Jahren kommen wir hier ins Freibad. Und so haben wir irgendwann unsere Bomben perfektioniert. Der Bademeister hat einfach gefragt, ob wir mal ein Video machen. Haben wir dann auch gemacht und dann hat er es in Facebook reingetan. Und dass es so ein Erfolg wird, haben wir zwei nicht gedacht. Normalerweise bin ich auch immer dabei. Björn und ich sind eigentlich immer so die Attraktion hier, die letzten Springer vom Fünfer. Und da hat der Björn mich angerufen, gefragt, ob ich vorbeikomme. Und, aber leider hast du verpasst. Ja, ich konnte nicht. Ich hatte noch so Sonnenbrand, dass ich gesagt habe, ich kann noch nicht raus. Das ist zu heftig. Schade. Einmal ist man nicht dabei. Was ist an Arschpumpe so geil? Das ist einfach... Ja, die Menschenmenge zu begeistern, wie sie dann schreien, wie sie jubeln, dass sie spritzt, dass sie am Beckenrand stehen und nass gespritzt werden. Man bettelt sich gegenseitig, wer die höheren kann, die breiteren, wer die ganzen Leute nasser machen kann als die anderen, wie weit man kommt, wer es als erstes schafft, dass seine Hose reißt vor lauter Bomben machen. Beim Arschpumpenmachen vom Fünfer ist auf jeden Fall wichtig, dass man vorher die Lage checkt, ob der Sprungbereich frei ist. Und man sollte nicht zu weit an den Rand springen, weil da kann es doch ziemliche Verletzungen geben. Die Schmerzen kommen meistens immer hinten am Hintern oder am Bein. Kommt drauf an, wie man reinkommt. Nicht jeder kommt anders rein. Der eine kommt mit geraden Beinen rein. Was wichtig ist, dass es überhaupt nach oben geht, die Fontäne, und breit ist, ist, dass man sich im Wasser rechtzeitig aufmacht. Weil man schließt sich ja zusammen und das Wichtige ist, dass man sich unter Wasser aufmacht, breit macht. Yeah! Das Ding vor Ort.